Wir kommen heute zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert und als erstes wieder in die Spielauswahl für heute. Und es ist Dungeon Party. Oh, das Spiel braucht 3 GB Festplattenspeicher. Mal gucken, wie viel es tatsächlich runterladen möchte. Okay, nur 1 GB, das dauert dann nicht so lange. So, angezeigt wird es jedenfalls als MMO. Wobei ich noch nicht genau weiß, inwieweit das jetzt eher mit so einem Dungeon Keeper, so wie es im Moment aussieht. Das im Team gespielt wird. Naja, also ich bin gespannt. Es hat 20 Steam-Errungenschaften. Gleich mal reinschauen, was da noch so los ist und angezeigt wird. Has joined a completed one game. Completed tutorial. Has hosted one game. Okay, das ist einfach nur ein paar Spiele zu gewinnen und Schätze rumzuwerfen und Kisten zu zerstören. Okay, ob das dann so im First-Person-Look und dann alle gemeinsam irgendwie, beziehungsweise oder 4 Leute zusammen, je nachdem, wie das dann wirklich kombiniert wird, dann zusammen tatsächlich in dem Dungeon herumlaufen und ja, gemeinsam Schätze heben. Bin ich mal neugierig drauf, was da dann tatsächlich zu spielen ist. So, das Spiel ist installiert und jetzt gilt es, Dungeon Party zu machen. Hello and welcome to Dungeon Party. Noch ein Account. Okay, hier ist ein Link zu der Seite. Ich sehe überhaupt keinen Link, wo ich da auf die Seite komme. Auch das Create Account lässt mich ja gar nicht auf die Seite selber. So, okay, die Erstellung ist abgeschlossen. Passwort nimmt nicht mal Sonderzeichen an und eine Webseite gibt es in Wirklichkeit gar nicht, aber okay. Es ist alles hier einfach nur in dem Fenster anzulegen, aber dann mal schauen, ob ich jetzt hier starten kann. Na dann, also in die Charaktererstellung. Okay, you must create at least one character in order to be able to play. The first thing to do is select the class. Da. Jawohl, on the right you will see out of the strengths and weakness of each classes as well associated spells. The first time round the spell won't mean much, but after a while you will get a hang of things. Okay. Also was haben wir alles hier zur Auswahl? Ein Dieb. Ein Executioner. Ein Boardtail. Eine Horsewoman. Aha. Sieht eher aus wie eine Krankenschwester. Aber eine etwas verrückte Krankenschwester. So, dann den Engineer und eine Amazone. Okay. Wie gehabt, ich starte mit dem Wizard und bin mal gespannt, ob ich dann später noch verschiedene andere Sachen machen kann. So, 20 Sekunden, alle so. So, vorausgesetzt, ich habe genug Mana. Creation of Hero, Looks and Story. Also ein Mix musst du auf jeden Fall sein, aber wie nenne ich dich jetzt am besten? Zauberlix. Ganz einfach. Zauberlix. Deine Geschichte. Firework Stick. Okay, your bank account has 5 Zyan. Und ich habe keine Kohle. Gut, ein paar davon kosten also Zyans, die anderen Dinger kosten Silber, aber Silber habe ich 1000. Okay, den da kann ich mir leisten, eine Hake, gut. Aber ich bleibe erstmal bei dem Standard. Und das hier werden ja wahrscheinlich die Premium-Währung sein. Nee, bin ich nicht sicher.
Die Frage ist natürlich, wie das Pay hier funktioniert. Vor allem würde ich erstmal ganz gerne sehen, wie teuer die sind. Okay, hier klappt das Aufklappen nicht. Dann ist es blöd, wenn da so ein Ding drin steht. Also mal gucken, ob man die Cyans dann später auch in der im Game selber findet. So, Related Outfits. Okay, da kann ich Farben auswählen. Dann machen wir da doch erstmal blau draus. Und die zweite Farbe sind die Schuhe. Okay. Magic Combat Gear. Okay, da habe ich dann eine Robe an. Beach Gear. Super Magic Robe. Okay. Mach doch mal die Dings wieder aus. Jetzt habe ich das Ding eingeschaltet und jetzt kriege ich die... Ah, da ist das Close. Okay. Okay, also das sind die Ausrüstungen. Das heißt, lieber eine mit einer Schlangenauge drauf. Im Anzug. Oder klassisch. Also lieber innen hell und außen dunkel. Aber dann innen bitte. Ja, so ist okay. Ah, ich kann den Bart auch abschalten. Na gut, dass ich ihn nicht mit Bart benannt habe. Okay, ich kann den Bart nicht abschalten. Ich kann mir nur einen anderen Bart auswählen. Okay. Also irgendwie gefallen mir die alle nicht. Also eher schon möglichst grau. So, hier gibt es jetzt wieder was zu bezahlen. Okay, was gibt es denn alles? Gut, den klassischen Zauberhut, eine kleine Krone. Elysiat kostet auch nichts. Device Old Main Magic. Das passt doch wenigstens. Auch wenn er dann nichts mehr sieht, ist er halt, läuft er halt blind durch die Gegend. Der klassische Zauberhut. Na dann, aber irgendwie reichen die ihm alle bis über die Augen. Naja, dann muss man wenigstens keine Augen animieren. Na gut, dann die feuerroten Blutaugen. Little Noise, Big Noise. Das ist eine, warte mal, Moment mal, das ist eine kleine Nase. Boah, sieht ja furchtbar aus. Naja, dann bleibe ich bei der kleinen. Und ihm jetzt noch eine etwas ungesundere Farbe verpassen. Oder gleich grün. Naja, wenn er immer in Dungeons rumläuft, muss er ja blass sein. Also, weiter. You can't create a character with this outfit. You must first purchase in the game shop. Ja, super. Also, dann nehmen wir den Lazy Head. So ein Käse. Outfit. Moment mal, was kostet jetzt hier? Da steht doch gar nichts, dass die was kosten. Das heißt, die Anzeigen sind auch wieder Schrott, oder was? Also das Outfit kostet jetzt Kohle. Oder liegt es jetzt daran, dass ich irgendwelche Farben ausgewählt habe? Okay, also das einzigen beiden kostenlosen sind die beiden. Dann muss ich hier wieder die Farben umdrehen. Dass es dann nicht mal vernünftig angezeigt wird, ist jetzt schon nervig.
Also Outfit ist jetzt 0 und Establishment ist das jedenfalls nicht. Okay, das sind das, die Dinger. Okay, das Ding kostet auch noch 500 und hier steht überhaupt nichts. Okay, also Avoid the Dark und die Dinger, also die zwei kosten nichts und die anderen kosten dann was. Ja gut, dann bleiben wir beim klassischen Zauberhut und machen den nur ein bisschen heller. Du sammelst schon Minuspunkte. So, as you have created your first character, you now at the head of the dungeon party. On the left you chat with your other players. Naja, habe ich eigentlich jetzt nicht so sehr vor. Along the top various buttons. Ich will eigentlich lieber spielen. Will mich doch nicht mit so viel Text zu. Yes, it is written above it. Just run the cursor over the various pictogram for explanation. No admission, inventory, bla 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 bla. Meine Güte. Good, you have just created your first character. If you want, you can have to go to a game straight away. Watch your tough, because your first time round is can be overwhelming. However, you must not give up. Do you want to see a list of available games, so you can join in? Yes. Gibt es sonst eh nicht viel zu tun. This page allows you for search. Okay. Gut. Und, irgendwelche Spielmodi da? One chest for all, one chest per team, joining boss raid, all, skin all, find a game, keine Spiele da, learn how to, Textwüste, oh Gott, okay, launch a tutorial map, you're about it, training dungeon, you want to continue. Wobei, nee, ich will noch nicht continue. Ich will erstmal hier diese blöde Doodle-Musik ausschalten. Replay, Search Page, Maps, Options. Na, endlich. Soweit, so gut. Und jetzt wenigstens mal die Tutorial-Web starten, weil viel los scheint ja nicht zu sein. It's game about to start. Here we go. You're better to choose something. You have 6 inventory slots, but you must fill them before starting a match. Welcome to the Dungeon Party Training Dungeon. This dungeon is only one you can enter alone and play without fear. Okay, das heißt, nichts passiert hier. It will allow you to get used to the game environment and you also can test few spells. But first things first, the aim in Dungeon Party is to get to the treasury, charm it and get it out of the dungeon. Sounds easy, except that there's another team with exactly the same objectives. In this dungeon are alone. You can take this easy. Okay. There must be no other team, but there are a few monsters. Okay, you should also not able... Note that Dungeon Party is designed to be played as team versus team. Okay, es ist also eigentlich ein Arena-Spiel. Moving around the dungeon is easy. All you have to do is to click on the ground in front. Okay, muss ich mich nicht mit Dingsbums... Okay, Rechtsklick. Okay, Kamera. Kamerawinkel kann ich nicht ändern. Moving around inside the dungeon is about the easiest thing you can do. Of course, standing around doing nothing is easier, but that won't get very far. However, you will find yourself in some narrow passage to force to go into a room. It is best to learn how to look around. Ja. Wie war das jetzt mit D? Ah ja, kann ich einen Drehbogen bekommen. Nothing too dangerous, in fact, okay, das Tutorial gefällt mir jetzt schon nicht. 4 Triangles rotate around the target so you can identify him more easily. 3 attacking the monsters in the next room. Once you have
give the order to attack. Oh, meine Güte, wieso brauche ich denn so viel Text bloß für die Informationen, dass ich da... Das liest doch kein Mensch. Ja, ja, ist ja gut jetzt. Okay. Statt Rechtsklick-Angriff, die würde ich erstmal komplett vertauschen. So, jetzt der nächste. Ja. Attack Target, Handle the Object und Mechanismen. Da ist doch noch einer. Okay, ich muss irgendwo noch in die Einstellung reinkommen. Teleportation, okay. Level 2, das heißt, ich steige einfach automatisch auf, während ich hier einfach nur rumstehe. AT, Team. Losers, Leavers, Statistics. Stop all actions. Move to the position. Okay, also, dass ich dann immer die Mausbewegung da wieder ändern muss. Crates. In this room you will find several crates. When you place your cursor over one of them, the effect that this causes would you like to burn your enemies and heal your allies, but beware because all units in the impact zone are affected. Accelerate, 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 freeze, accelerate, burn, burn. Okay, das macht er, doch macht er von alleine. Wäre ja auch noch besser. Also, accelerate. You can throw here. Das verstehe ich jetzt nicht. Was bringt mir das denn? Okay, jetzt kommt er schon. Jetzt greift er mich an. Wenn das mein Lebensbalken ist, ist das, glaube ich, nicht so gut, da stehen zu bleiben. Weg da. Außerdem hat er mich verbrannt, der Drecksack. You have been just killed by a monster, but a disgrace. Sehr lustig. Und nun? Wie geht's weiter? Passiert irgendwas? Okay. Ja, keine Tastatursteuerung, einfach nur loslaufen. Da gibt es irgendwas. Traps. Stop. Watch out. Take it easy. There are body traps. In the next corridor you will see a zone with an exclamation mark. That means that when a white move onto it, a link mechanism will be triggered. And you make a nice wait. If you got killed, it serves you right. Snigger, snigger, da, 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 da. Traps, don't forget that if you are injured or low on mana, you can take a rest. Hector's mirrored their creators a bunch of layabout. And therefore seemed logic that a character could have a rest whenever as desired. Okay, to take a rest, click on the ZZZ icon in the... Aha, da unten. Your hero won't go into the deep sleep. Any action by you or enemy attack will wake him up. Okay. Gut. So, erstmal drüber laufen. Zack. Aha. Ein Stein, der hinter mir herrollt. Ja, und da ich ja so schön nicht in der Lage bin, auch die Schräge der Kamera zu ändern,
bringt das natürlich alles überhaupt nichts. So, das heißt, wenn ich da jetzt drüber laufe, kommt die nächste Kugel angerollt. Magic spells. Did you remember to buy some spells? Nein. It's a vital element. Ja, ist ja schön, aber ich habe keine. Idiot. Beziehungsweise kriege ich die jetzt immer noch. Hiero Pesto. Wir geben 300 bis 400 Health Points to an Ally. Ne, ist ja keiner da. Damage Target Enemies und Damage Target Enemies. Okay, nehmen wir den da mal. Aha, ich kann ihn doch noch kaufen. Das heißt, das hier ist das, was noch so Increased Speed of an Ally. Use Fire causing 50 Points Magic. Damage also 50 Points per Seconds. Okay, dann kann ich jetzt noch einen kaufen. Ja, aber nicht viel. Not enough spell points. Na dann halt nicht. Muss ja nicht sein. Wie kriege ich den jetzt wieder zu? Okay. Dungeon Map. Now let's have a look at the map at the top right. You can choose this stuff by moving around. Da 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 da. Da kommt er schon. Okay, eins. Superklasse. Moment mal, wieso hat der da oben jetzt das Monster gekillt? Das kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Gut, dann gucke ich mir jetzt noch die andere Seite an, was da wieder los ist. Wer bist du denn? Und vor allen Dingen, wieso laufen hier jetzt noch andere Typen rum? Ich dachte, ich bin allein in dem Dungeon. Also hier drüben gibt es auch noch irgendeine Merkwürdigkeit. Mechanismus. Willkommen to the Training Corridor. Here you will be able to test out several Mechanismen. Some help you, some smash them on the ground. Okay. Gut, heals. Sehr witzig, die Flammen waren gar nicht da und ich werde trotzdem verletzt. Was ist denn das für ein Käse? Wenn die schon angezeigt werden, dann sollten die doch wenigstens... So, und die Heilung ist schon vorbei, oder was? Ach. Okay, also mit den Gehmechaniken bin ich jetzt auch schon auf Kriegsfuß. Gut, die machen wahrscheinlich Vergiftung. Okay, es ist vollkommen egal, wann ich da drüber laufe. Ne, diesmal hat es gepasst. Okay, 300 Heilung. Und nur nicht zu weit wegwerfen. Ja. Aber die Anzeige passt nicht besonders. So, was ist das? Das sind wieder die Traps. Mal gucken, was diesmal ausgelöst wird. Beziehungsweise es muss erstmal das Ding da hochkommen. Peng. Mach mal den Zauberspruch, Junge. Okay, schon ist er hinüber. Aber irgendwie passiert da nichts. So, da sind jetzt wieder ein Lieber. Kann ich in das andere Tor rein und den nächsten Lever schrotten, wobei es noch nicht sinnvoll ist, den Lever... Ah, ist schon hinüber. Auch gut. Und kommt da jetzt was hoch? Irgendwie passiert da auch nichts. Keine Reaktion, kein Ergebnis. Heals. Okay, ich bin jetzt gleich zu Level 4 aufgestiegen. Konnte ich mir jetzt den nächsten Zauberspruch kaufen. Aber das heißt, wahrscheinlich muss ich einfach nur diesen Bereich vorher festlegen.
Okay, da ist auch noch irgend so ein Typ. The Boss. It's Count Dracula, Master of the Dungeon of the same name. Showing a flagrant lack of imagination by the Death Team. So. Jetzt versuchen sie auch noch witzig zu sein. In every dungeon there is a super powerful monster, the boss. He is very dangerous and it's lunacy to try and take him on by yourself. Okay. Und kann ich den von hier draußen schon angreifen? Anscheinend nicht. Okay, aber ich will mir jetzt eigentlich erstmal die Schatzkiste holen. Wo bin ich denn jetzt? Da vorne. Da sind die beiden Traps. Und die anderen sind anscheinend alle wieder da. So. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin. Nee, Quatsch, der war ja hier vorne. Da habe ich doch das eine Monster noch nicht erledigt. Also sind nicht wieder gespawnt. Und jetzt ist er... Ja, genau, jetzt greift er mich schon an. Obwohl ich noch so weit weg bin. 500. Okay, erledigt. So, dann schlaf mal eine Runde. Okay, es geht ja einigermaßen zügig. Und dann weiter geht's. So, jetzt muss ich da einen riesen Bogen drum rumlaufen. Bloß weil, ja, da jetzt noch der Stein kommt. So, dann nehmen wir mal das Fries mit. Eindruck, dass ich mit der Kiste zumindest laufen kann. So, jetzt ist nur die Frage, ich muss ja da gar nicht rüber. So, Kamera versuchen einigermaßen hinzubekommen. Und dann einfrieren den ganzen. Zack. So. Es hat aber nicht sehr gefrostet. Der läuft immer noch durch die Gegend. Na los. Also als Nahkämpfer bin ich denkbar ungeeignet. Logischerweise ist er auch ein Zauberer. Er sollte normalerweise keinen Nahkampf machen. Ja. Is dead. The three times in a row. What a push over. Ja, sehr schön. Sehr witzig. So, dann jetzt nochmal das Monster gekillt. Oder beziehungsweise das erste Mal jetzt das Monster auch nicht. Hoffentlich gekillt. So, da sind auch noch Burns. Das müsste ja jetzt eh langsam mal. Weil es regeneriert sich zumindest nicht. Okay. Aber letztlich habe ich nicht viel davon. Killed Frankie, the treasure will love dead. Ah ja. Das heißt, es gibt dann mehr in der Kiste, in der Treasury. Habe ich jetzt gerade Schaden genommen, weil ich durch die Flamme... Nee, da läuft, da passiert irgendwo was anderes. So, ist jetzt die Frage. Erst den Schatz holen oder erst das Bossmonster killen? You're almost there, the treasure. Object of every visitors of desire. Everybody wants to grab and hold of it. Of it. Hmm. To win the game, you have to carry the treasure to the exit. However, that's not all. The treasure must also love your team. Oh. The mood swings of the treasure's head can be watched on the bar above your spells. Above your spells? Ah, das da oben. When you can see a nice pink heart, the bar either expands to the left or right in the color of the team that the treasure loves. So, also ich bin rot und ja, es hat ja Zuneigung zu mir gewonnen, sowas. The best way to earn love is to carry the treasure. Ah ja. Basically, the longer you carry it, the more love you earn. However, the treasure also likes to know that you are fighting for it. So, if you kill an opponent, a boss or a mini-boss, you gain some love. Ah, ja.
Na dann, tragen wir es mal ein bisschen herum. Ah, sehr schön. Es ist auch schön langsam. The treasure don't love your team. You must carry it. Change it mind. Moment mal, dann bin ich blau oder was? Wieso geht denn das jetzt runter? Wahrscheinlich, weil das andere Team vorhin die anderen, dieses eine Monster gekillt hat. Take the treasure to the exit. Ah ja, also sobald es ein bisschen blauer hat, reicht es schon. Dann jetzt aber nochmal absetzen. Und ich will mal gucken, was passiert, wenn ich den Boss kille. Beziehungsweise mal gucken, wie schwierig es ist, den zu killen. Hallo, lieber Endboss, der nicht zwingend ist. Hey. Ja, es ist ja auch so intuitiv, dass das Ganze... Dracula. Super. Jawohl. Okay, go on, go on, go on. So, kann ich mich selber heilen? Use the targets with a C40 health point and gain the increase of the level. Slow down. Do is there any players who's getting scored to an ideal temperature? Okay, mal gucken, ob die Heilung irgendwas bringt. So, nochmal nach vorne. Und schauen, ob ich Mr. Dracula klein bekomme. So, Magic, Magic, Magic. Weglaufen? Kann ich denn weglaufen? Nee, ich bin nicht. Nicht schnell genug. So. Ein weiterer Versuch. So, Freezes mitnehmen. Laufen. Werfen. Und angreifen. Ja, irgendwie bringt das Fries überhaupt nichts. Wieso? Ah ja, also das heißt, jedes Mal, wenn ich gekillt werde, geht es in die andere Richtung. Ja, wie nett. Das heißt, am besten überhaupt nicht killen lassen. Dann ist natürlich auch klar, warum das so rot ist an der Stelle. Gut, aber jetzt will ich den Graf Dracula doch noch erledigen. Auch wenn es als Magier irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, allein in diesem Test-Dungeon rumzulaufen. Mal gucken, ob der irgendwann von mir ablässt. Was hat er jetzt mit mir gemacht? Super. Mit der Heilung ist es jedenfalls nichts mehr geworden. Also, weglaufen geht nicht. Gesund machen geht nicht. Aber jetzt sollte es eh reichen, weil der hatte jetzt nicht mehr viel Gesundheit über. So. Komm schon. Jap. Ha! Da ist der Balken gleich voll.
Also wenn man den Boss gekillt hat, dann ist die Kiste auf jeden Fall auf meiner Seite. So. Ja, jetzt soll ich dich da irgendwo hinschleppen. Und weit ist es ja eh nicht bis zum Ausgang. So, that's the way out. The treasure dwarfs the team. So step on it and get out of the dungeon. Ja, aber da sind noch irgendwelche Idioten, die hier rumlaufen. Oh. Das war knapp. So, also noch die letzten beiden da weggeschnetzelt und dann ab mit der Kiste zum Ausgang. Ah, was war das denn? Achso, das war das Gegenteil von D. Und raus und rein zoomen, aber kein Kamerawinkel. Okay. Zack. Go, TV. 73, also jedenfalls fange ich bei denen deutlich mehr Schaden an. Und jetzt bin ich gefrostet. Und gefrustet wahrscheinlich auch. Naja. Sehr schön. Abgestürzt. Oder wie? Ne. So, das war jetzt die Tutorial Map. Es gibt noch eine Credit Map. Sollen wir die jetzt nochmal angucken? It's nice you want to launch a credit dungeon, but it's already inside a game or a group. Ich bin in einer Gruppe. You must quit your game. It's waiting the room stage. Und was denn für eine Room Stage? Ranking, Options, Map, Search. Also ich bin in keinem Room. Für the game. Okay. You want to launch a credit dungeon? Are you sure you want to continue? Nee, sicher bin ich nicht, aber ich werde es trotzdem mal machen. Here we go. You had better read costings. Was habe ich besser zu lesen? Building dungeon. Werden die dynamisch generiert? Game mode one chest for all. Accelerates. Also, ich bin hier und der Race for the Treasury starts in 8 Sekunden. Und die Treasury ist dort oben. Na dann mal los. So, mein erster Zauberspruch. Freeze. Aber ich kann wahrscheinlich nicht das Feuer einfrieren. Ach, da ist jemand. Der erste Developer. Okay, die erste ist schon verbrannt. Gut, das heißt, die Credits Dungeons haben hier halt die verschiedenen Developer drin. Noch einer. The Treasure Scone Made. He's going to launch a game in 30 Sekunden. Was? Was meint die damit, dass die ein Spiel launcht in 30 Sekunden? Auf jeden Fall, wenn ich die kille, bekomme ich auf jeden Fall keine Zuneigung von der Kiste. So, wo bin ich jetzt? Da oben. Sound Designer. Oh. No. Game over. You can't get back to what you are there doing. Was? Ah, doch. Ja, es nützt mir ja nichts, die irgendwo hinzuwerfen. Weil leider kann ich die Kisten ja nur einmal benutzen und nicht wieder ablegen. So, muss ich da jetzt überhaupt an denen vorbei? Naja, zumindest greifen sie mich schon mal an. Ach, hey.
Der CEO bewacht die Schatzkiste. Okay, das war's. Da gehe ich doch schon wieder drauf. Okay, also nach und nach die erledigen. Not enough spell points. Ja, wo sehe ich? Ach, da oben. Zwei Points. So, und der nächste bekomme ich mit dem nächsten Level. Na komm schon. So, bis da hinten ist noch. Das dauert noch eine Weile. So, dann zeig mir doch mal Accelerate. Okay, bin ich auch außerhalb des Dings schneller? Ach hey, da sind ja so viele. Ach, ein Glück, die sind woanders. The treasure's gone mad. He's going to launch a game in 30 Sekunden. Nix wie weg hier. So, da ist noch ein Bienenschwarm. Von wegen Developer. Und was wird da ausgelöst? Die Disco-Box. Ah, ein Feuerball. Das heißt, damit kann ich dann die anderen da drüben treffen. Don't make a move. Game over. You can't get back to whatever you're doing. Aha, das heißt, ich hätte darauf achten sollen und sagen, dass ich mich nicht bewege. Und wahrscheinlich würde mich die Kiste dann vielleicht ein bisschen mehr mögen, wenn ich die ihre komischen Spiele gewinne. Respawn. Unbreakable. Das heißt, auch wenn das Ding nicht kaputt geht, kann ich dafür sorgen, damit jemanden zu erschlagen. Nee. Nützt mir also gar nichts. Jetzt ist der wieder direkt reingelaufen. So ein Käse. So nicht. Also, nochmal in die Richtung. Nehmen wir gleich mal das Fries mit. So, weiter in die Richtung. So, einmal bitte friesen. Einmal angreifen. Zweites Mal angreifen. Und die erste ist weg. The Treasure Game Mates to go and launch in 30 Sekunden. So, Accelerate. Für mich. Und Burn für den anderen Typen. So. You don't have enough mana. Don't make a move. Super. Ich habe mich nicht bewegt, oder zumindest fast nicht. Der andere hat sich viel mehr bewegt als ich. Also Accelerate. So, Speedy up. Speedy Gonzales. Okay, Speedy ist schon wieder vorbei. So, und ja, nimm den perfekten Weg mitten durchs Feuer. Nochmal ganz kurz eine Runde schnarchen und weiter geht's. So, jetzt kann ich hier nochmal den Fries mitnehmen, nachdem ich ja eh auch gleich selber gefrostet werde. So, Angriff Nummer 1, Angriff Nummer 2. Also irgendwie schaffe ich es nicht, den CEO klein zu kriegen. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Käse? Jetzt locke ich wieder in die falsche Richtung, doch nach oben.
Das sind die Hiwis, die nicht rauskommen. Oder nicht rausgelassen werden. Ah, da habe ich noch eine Heilung. Tritagon mate, he's going to launch in 30 Sekunden. Toll, der haut mir einfach auf die Mütze und das war's. Okay, wenn ich jetzt stehen bleibe, was passiert jetzt? Game over. So ein Käse. So, Statistiken. Map. Irgendwie alles nicht sehr beeindruckend. So, jetzt haut er mich auf jeden Fall deutlich stärker an. Hey, weg hier. Ich verstehe nicht, wieso der mich immer wieder schnappen kann. Meine 300 waren sowas von schnell wieder weg und ich weiß nicht mal, ob er selber auch geheilt wurde. Viel gebracht hat es auf jeden Fall nicht. Naja, schauen wir mal, ob, wenn der CEO jetzt gekillt ist, ob das dann die Kiste entsprechend... Ja, genau, so liebe ich das. So, jawohl, das war sozusagen der Boss und jetzt darf ich die Kiste mit nach Hause nehmen. Oh, ein Spielautomat. Juhin. Juhu. Okay. Nett. Okay, das war die Credit Map. Und jetzt geht es nochmal zu gucken, ob es hier irgendwelche Spiele gibt. Nee, das will ich ja gar nicht suchen. Replay. You cannot replay when you are in a group. Ich bin nicht in der Group. Was für eine Group soll ich denn sein? Ja, ich wollte vor allem hier noch den Zaun drunter stellen. Habe ich vorhin vergessen. Ja. Also mein Inventory. Story. Ach, die muss ich selber schreiben. Sehr witzig. Statistiken, keine. Belohnung, auch keine. Okay, ich habe immer eine Errungenschaft freigeschaltet. So, das ist der Shop mit dem ganzen Krimskrams von den Sachen, die ich dann irgendwo irgendwie benutzen kann. Aber die Spells kann ich doch eh nicht beeinflussen. Achso, das heißt, im Shop ist nur der Krimskrams, den ich zusätzlich verwenden kann, von wegen irgendwelche Tränke, Heiltränke und so weiter. Und das ist das, was ich jetzt aktuell drin habe. Ready to play a new hero class, der Amazon. Okay, das heißt, ich kann die anderen Klassen auch spielen. So, die verschiedenen. Zumindest ein paar, weil ich glaube, es gab noch mehr. Also, wo kriege ich jetzt hier... Ah ja, okay, wenn ich selber eins starte. Aber gibt es irgendjemanden, der Spiele anbietet? Search. Only display connected.
Ja, one player online. Das bin wahrscheinlich ich. Okay, also irgendwie funktioniert das mit der Suche nicht. Beziehungsweise wird die andere Suche da schon wieder nicht mehr angezeigt. Und aber ich denke, das reicht auch soweit, weil die beiden, sowohl der Test-Dungeon als auch der Credits-Dungeon, haben jetzt bei mir nicht gerade mehr Lust gemacht auf mehr. Und hier ist Leave the Group. Und dann kann ich nochmal suchen. Aber der One Current Games. Na, wenn das mal nicht mein Spiel ist. Join. Es sind ja überhaupt keine da. Maximum Players 2, 4, 6. Also irgendwie scheint das Spiel tatsächlich schon ziemlich tot zu sein. Aber das heißt, 3 von 3 gegen 3 ist letztlich so das kleinste überhaupt. CT Vegas. Casino. Your hero is considered to be still involved in the game. Take a short rest before trying to play again. Okay, also es reicht an der Stelle. So, das Probespielen hat mich jetzt nicht davon überzeugt, das Spiel weiter zu verfolgen oder irgendwie mehr zu spielen. Es ist jetzt nichts, was irgendwie so große Spielfreude weckt. Also so viel für diese Folge heute und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!